Nächster Handelstag, hallo. Nächster Handelstag, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir sind heute im Bereich der Währungen, genau genommen beim Yen gegen den US-Dollar und haben ein zyklisch-saisonales Setup vor uns, dem wir uns widmen werden, aber natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Ja, wir sehen hier eine bunte Darstellung, einen bunten Chart, blau. Der tatsächliche Verlauf in den letzten 12 Monaten vom Yen. Das ist Yen gegen Dollar, also der Yen vorne in der Darstellung. Gelb, 30-Jahres-Saisonalität, grün, 15-Jahres-Saisonalität und rot, 5-Jahres-Saisonalität. Wir können sehen, dass sich der Yen typisch saisonal verhält. Der hatte im Wesentlichen eigentlich, ja, über diese 12 Monate wenige Abschnitte, in denen er sich gravierend anders als saisonal verhalten hat. Hier gab es mal so einen Abschnitt, so im April. Da hat er sich anders verhalten. Aber ansonsten ist er doch sehr typisch saisonal unterwegs. Und jetzt sind wir eben am Beginn einer Phase, in der der Yen naturgemäß aufwertet. Bedeutet umgekehrt, US-Dollar gegen Yen abwertet. Wir werden ein US-Dollar-Yen-Produkt handeln müssen, weil die meisten Produkte eben US-Dollar-Yen sind und nicht Yen-US-Dollar. Dann müssen wir natürlich genau andersherum denken. Heißt also, wenn ich auf einen aufwertenden Yen setze, setze ich gleichzeitig auf einen abwertenden US-Dollar und deshalb müssen wir ein US-Dollar-Yen-Short handeln. Hebel liegt ungefähr bei 16, die WKN lautet VV31CJ. VV31CJ, Einstieg Market, tagesgültige Order, Stop Loss 1 Euro und Exit ist zeitbasiert am 23.08. zum Handelsende. Das ist das Setup für den heutigen Tag. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.